Wir kommen zum nächsten Vortragenden. Herrn Dr. Matthias Nieser, freut mich, dass er da ist, vom Landesbetrieb. Der SBA steht für Schwerpunktaufgabe Waldschutzmanagement, sitzt in Gummersbach. Und Sie werden insbesondere über die Waldschädlinge und Klimawandel zusammen berichten. So ein bisschen nicht nur das, aber wir hatten ja vorher schon gerade auch schon ein paar Parallelitäten. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Dr. Nieser. Vielen Dank für die Einladung, für die freundlichen Worte. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich finde schön, dass Lutz Faeser da ist. Als Referendar hatte ich, können Sie sich noch erinnern, das erste Briloner Waldsymposium organisiert, da waren Sie auch Redner. Also insofern, das jetzige habe ich nicht organisiert, aber ich hoffe, dass ich Ihnen etwas präsentieren kann, dass ich Ihnen neue Informationen geben kann. Also ich habe viele, viele Vorträge gehalten. Man kann nicht sagen Hunderte, sondern gegebenenfalls geht es schon in die Tausende von Leuten, die dazugehört haben. Ich kann Ihnen sagen, die Biodiversität dessen, was ich vorgetragen habe und auf welchen Nährboden das gefallen ist der Leute, die zugehört haben, ist unheimlich groß. Da gibt es Waldbesitzer, die sagen, meine Fichten sind gerade aufgefressen worden in ca. 200 Meter Meereshöhe von Borkenkäfer. Und gibt es denn zukünftig auch Fördermittel zum Aufforsten der Fichte wieder? Also da würde man sagen, er hat nichts verstanden, was wir gerade vorgetragen haben. Aber auf der einen Seite, es gibt auch positive Aspekte, wieso, dass er in diese Richtung denkt. Es geht auch um Klimaschutz und Substitutionsleistung der Wälder. Andere wiederum sagen, mein Gott, ich habe es dir doch schon immer gesagt, wenn du Buche gepflanzt hättest, hättest du die Probleme nicht. Ne? Bitte schön, wenn du ein Investitionsproblem hast, ja 100.000 Euro investieren willst, ne? Kaufst eine Immobilie oder Aktien oder Wald und jedes Mal, wenn Wald kommt, schreist du, ne, nach Hilfe. Könnte man auch sagen, ja, okay, das hat auch gar nicht so ganz Unrecht. Und dann wiederum andere sagen, ja, wunderbar, die Natur hat uns eine kostenlose Feinkartierung dessen geschickt, wo die Fichte standortgerecht ist, ja oder nein. Also die Bandbreite ist unheimlich groß und ich bin gespannt, wie bei Ihnen die Bandbreite sein wird. sicherlich auch groß, ne? Ja, jetzt geht das. Ah ja, manchmal geht's, manchmal nicht. Also mit der Technik. So. Dann machen wir es eben per Hand. Nächste Folie. So. Vielleicht geht er jetzt. Jetzt geht er, jawohl. Ja, ich habe Ihnen vier Punkte mitgebracht. Einerseits wollte ich Ihnen was über Fichtenborkenkäfer, Buchdrucker und Co. erzählen, Buchenschäden. Wir haben eine Befragung gemacht und da gibt es sehr plausible Ergebnisse. Schäden an sonstigem Laubholz ist natürlich auch ganz wichtig und einen Ausblick geben. Nun, Fichtenborkenkäfer-Situation, das ist eine Aufnahme im Juni und da denkt man, ah, das ist doch alles handelbar im Bergischen und etwa auf 220 Meter Höhe. Und wenn man aber durch diesen Wald schleifenartig nach oben geht, ist quasi jeder Baum, jedenfalls damals, mit braunem Bohrmehl besät gewesen und der ganze Bestand ist sozusagen hochgradig gefährdet und wenn man jetzt ein Bild zeigen würde oder im nächsten Monat, wäre der ganze Hang entsprechend auch braun. Na, Sie kennen das, ne? Bei dem Buchdrucker fällt ja die Rinde ab, die Krone ist noch grün, ne? Unten ist schon die Rinde abgefallen und das ist tatsächlich eine ganz heikle Angelegenheit. Und wenn Sie den Waldbauern in die Augen gucken, dann sind da meistens Tränen drin, weil logischerweise eben auch eine ganze Lebensplanung über den Haufen geworfen wird. Ne? Das ist ja Sparkassenfunktion, eben diese Nutzfunktion ist eine ganz wesentliche bei diesen Kolleginnen und Kollegen. Nun, wir haben die letzten 118 Jahre einmal dargestellt, hier unten Durchschnittstemperatur bis Oktober und Niederschlag März bis Oktober. Das ist hier das Mittel, das wäre 2003 und das ist 1921 war noch etwas trockener sozusagen. 76, Sie können sich erinnern, 59 war auch trocken. Aber diese Kombination aus Trockenheit und Hitze gab es noch nie und war 2018 ein tatsächlicher Wechsel dessen, was uns
klimatisch ereilt hat. Das heißt also, im letzten Jahr, wenn sie da in den Wäldern standen, war das so, dass sie einerseits die Bäume kein Wasser hatten, andererseits aber logischerweise ein heißer Wind auf die Bäume einprasselte. Das heißt also, der Verdunstungsimpuls war unheimlich hoch und das haben die nicht ausgehalten. Jede Baumart hat darunter gelitten. Die Fichte im ganz Besonderen, aber jede Baumart hat darunter gelitten. Wir haben das für alle Wuchsgebiete gemacht. Essen-Bredeney haben wir die besten Daten, aber wir haben das für alle Wuchsgebiete gemacht. Es ist überall das Gleiche. 2018 ist das absolute Ausnahmejahr bisher gewesen. Und wenn man jetzt 2018 den Borkenkäferflug mal eben tatsächlich alle Fallen, die wir draußen haben, wir überwachen ja den Flug der Fallen, nochmal darstellt, dann kann man hier ein wildes Durcheinander erkennen. Das ist nicht das allgemeinste Verwirrung, für uns kann man da gut draus lesen. Hier diese rote Linie bedeutet 3000 Käfer pro Einzelfalle und Woche. Und wenn dieser Wert überschritten wird, werden völlig gesunde Fichten letal attackiert. Völlig gesunde Fichten, das war im letzten Jahr nicht so. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu wehren. Der wirksamste Gegenspieler des Fichtenborkenkäfers ist wer? Ameisenbuntkäfer? Erzwespen, die gegebenenfalls winzig klein und wenige Millimeter groß sind? Nein, die Fichte selber, die dann logischerweise Harz produziert. Aber im letzten Jahr, wir sind in die Bäume reingekrochen und haben wir nichts, kein Harzkanal gefunden, null. Das heißt, normalerweise wird sich so eine Fichte mit 200 Borkenkäfer, kann die locker abkriegen. Ne? Das wissen wir aus der Nationalparkforschung Bayerischer Wald. Da ist es genau mit Lichtschranken entsprechend auch gemessen worden. 200 Borkenkäfer kriegen die geregelt und dann rein statistisch betrachtet, der 201. ist dann sozusagen die letale Dosis, wo dann eine Rammelkammer angelegt wird, Pheromone gebildet werden und dann kommen, das sagt der Borkenkäfer seinen Verwandten, Leute, hier kommt er hin, ne, tolles Hochhaus, könnt ihr alle besiedeln. Ja? Also, aber wie gesagt, im letzten Jahr war das eben nicht so, dass 200 sozusagen abgewehrt werden konnten, sondern da reichte schon einer. Ja. Und die Förster, die vor Ort waren, die haben also ausgezeichnet, ein Borkenkäferloch ausgezeichnet und haben das dann entsprechend in Auftrag gegeben. Ne? Und 3 Wochen später, als sie hinkamen, dachten die, hatte ich damals irgendwie zu einem Korn getrunken oder 3, zu viel oder was? Ne, da war das ausgeufert. Also eine dermaßen Schnelligkeit der Zunahme der Schäden, das war enorm. Das war ja bei Kyrill eine andere Geschichte, da hat der Wind drüber geblasen, wusste man, liegen 14 Millionen Festmeter am Boden. Da konnte man locker alles genau planen und auch Solidargemeinschaften bilden. Aber jetzt hier bei dieser Situation ja gar nicht. Das war ja von Woche zu Woche waren es ja andere Größenordnungen, also ausgesprochen schwierig. Jetzt wollte ich Ihnen mal kurz zeigen, das kennen Sie, rosa Säckchen, blaue Säckchen, männliche, weibliche Nachkommen, also was so der Kollege Josten hat es schon kurz angedeutet, was so die Borkenkäfer so drauf haben. Ne? In einem Jahr machen die 3 Generationen Borkenkäfer, gehören zu den Insekten, die ständig und immer zur Massenvermehrung neigen. Immer. Sobald die Möglichkeit sich ergibt, machen die das. Ja? Warum? Was glauben Sie, warum? Warum machen die das? Weil die in dem Moment, wo sie was zu essen haben, ihre Nachkommen machen, weil sie nicht wissen, ob es da Nachkommen gibt. Weil sie es können, wenn man so will. Ne? Weil sie es können, die machen das. Ja. Ist eigentlich ganz trivial. Ne? Wobei die, wenn ich jetzt wohl eben jetzt, also die denken sich das nicht aus, ne? Oder irgendwie, das ist nicht gemein, die sind nicht gemein oder so, ne? Die machen das, weil sie es können. Ja, und das Schlimme bei der Geschichte ist nicht, Rainer Jossen hat es auch kurz angedeutet, dass die noch Geschwisterbruten machen. Und daraus kommt diese Exponentialfunktion. Und ich habe jetzt gar nicht alles, das kriegen Sie gar nicht alles drauf hier. Also, wenn Sie 2 Generationen haben, kommt aus einem Weibchen, kommen 11.000 Nachkommen. Bei 3 Generationen sind es 260.000. Bei 4 Generationen wären es dann über die Millionen, ne? Weit über die Millionen hinaus. Also ein unheimliches Vermehrungspotenzial. Ein wunderschönes Tierchen. Ja?
Wissen Sie, wenn der Ameisenbuntkäfer, wie der die killt? Also wir haben Bachelorarbeiten laufen lassen, keine Ameisenbuntkäfer gefunden in 2018, 2019. Also wenn Sie das sehen, da kriegen Sie ein schweres Herz. Ne? Also die Ameisenbuntkäfer beim Kupferstecher machen die so römisch-griechisches Ringen da irgendwie, weil der Kupferstecher kleiner ist, aber der Buchträger ist fast genauso groß wie der Ameisenbuntkäfer. Dann geht er hin und beißt dem die Beinchen ab. Dass er nicht mehr, also Sie sagen es, ne? Also das ist nichts für Tierschützer. Der beißt denen die Beinchen ab, ne? Dass er dem nicht noch so einen Knall gibt, dass er auf dem Rücken sich dreht, ne? Und lacht dabei. Nee, das ist also nicht der Fall. Aber der beißt dem danach den Kopf ab. Es ist kein Quatsch. Das ist Natur auch. Ne? Und schüttet sozusagen die Inhalte des Borkenkäfers in sich hinein. Also, es ist ein Gruselfilm, wirklich. Aber wir haben ganz wenige Ameisenbuntkäfer gefunden. Wir haben ganz wenige gefunden. Und es ist ja so, das ist ja wie bei Löwen und Gazellen. Die Gazellen nach oben und dann kommen die Löwen hinter Populationsdichte nach. Ne? Klar, die Räuber hängen immer hinterher, ist logisch. Wir haben jetzt, das aus 2000, wir haben für, in 2018 für 2019 so eine Hochrechnung gemacht und sind da in die Bäume reingekrochen und haben da mal geguckt, wie viel sind denn in einem Baum drin? Ja? Dann haben wir 1600 Altkäfer, 29.000 Larven, 4.000 Puppen, 471 frisch angelegte Muttergänge gefunden. Das sind ca. 30.000 Tiere, Geschlechterverhältnis 50-50, Nachkommenschaft pro Borkenkäfer, damit man es leichter rechnen kann. Nicht die 260.000, sondern 100.000. Ne? Gibt potenzielle Nachkommenschaft aus einem Baum von 1,5 Milliarden Käfern. Diese Zahl haben wir überall dargestellt. Das ist so unglaublich, dass in einer Fachzeitschrift drin stand, in Nordrhein-Westfalen rechne man mit 1,5 Milliarden Tieren. Nein, pro Baum. Ja, also es ist dermaßen ungeheuerlich, wenn Sie mal, damals waren es 2 Millionen Bäume oder 2 Millionen Festmeter, sagen wir mal, ein Baum hat einen Festmeter, dann müssen Sie die Zahl mal 2 Millionen nehmen. Wer ist von Ihnen Banker? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Trillionen oder ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt. Also eine unheimliche Vermehrungspotenz, wenn man sie lässt. Vielleicht, was passt ganz gut hier in? Pizze Eden. Wir leben ja hier in einem Fagetum-Bereich, wo die Buche unheimliche Dominanz hat. Es gibt aber auch logischerweise natürlich, ohne dass wir auch irgendwas dazu tun, wenn wir nicht da wären, wären es auch so, wären es reine Fichtenbestände. Wie verjüngen sich natürlich Fichtenbestände? Immer großflächig, entweder durch Brand oder durch Borkenkäfer. Das ist so. Bei der Buche ist es eher kleinstandortlich, kleinräumlich, ne? So femelartige Verjüngungsaspekte, wo dann Buchen zusammenbrechen. Fichtenbestände im naturnahen Fichtenurwald immer großflächig. Und genau das zeigt er uns jetzt gerade, der Fichtenborkenkäfer, was er so drauf hat. Ja, wenn Sie jetzt 2019 gucken, da schlagern Ihnen die Ohren, das kann ich Ihnen sagen. Also da sind so viele Tiere in der Luft, ne, das ist enorm. In der Not frisst der Teufel Fliegen, sagt man auch. Und es gibt einen Bericht aus der Nachkriegszeit, wo eben die Buchdrucker, wo sie keine Fichten mehr hatten, eben auch Buchen attackiert haben. Die haben aber da keine Rammelkammer anlegen können, auch keine Gänge anlegen können, aber die haben Löcher reingebohrt, haben die geschwächt. Ja, also, wenn da Billiarden von Käfer in der Luft sind, ne, und dann gibt es einfach mit allen möglichen Baumarten auch gegebenenfalls da Probleme. Also Faktor 6, Buchdrucker Faktor 9, eine enorme Situation, wo man wirklich nur hinterherrennen kann. Nun, was macht man damit? Rainer Jossen hat schon darauf hingewiesen, dass wir diese wunderbaren Sentinel-2-Daten entsprechend auch genutzt haben. Obwohl in der Fachliteratur klar gesagt wurde, man kann mit diesen Satellitendaten, die haben eine Genauigkeit von 10 Metern, keine Borkenkäfer, die nur 3 Millimeter groß sind, erkennen. Ist ja vollkommen klar, aber auch keine Bäume erkennen.
wo Borkenkäfer drin sind. Ist auch klar, es geht nicht. Wir haben uns gesagt, was man aber machen kann, ist die Photosyntheseleistungen der Bäume darstellen und vergleichen miteinander. Und daraus einen Rückschluss ziehen, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bestände vom Borkenkäfer befallen werden, groß oder nicht groß? Und genau das klappt in einer beängstigenden Übereinstimmung. Wir sagen Korrelation, eine ganz hohe Korrelation. Und daraus kann man logischerweise aber auch ableiten, dass es eben auch dann Bestände gibt, die also rot oder weiß, ne, das sind diese rot oder weiß kartierten dargestellten, da hier auch, da gibt es eine Forstanrichtung, deswegen blau wird die Fichte, gelb wird die Eiche, braun wird die Buche, ne, und da haben wir keine Forstanrichtung, also insofern auch keine unmittelbare bestandesspezifische Auswertung, aber da stehen auch Fichten, weil der Algorithmus eben Fichten rechnet, wenn man so will, ne. Und das heißt, wir müssen, mittlerweile ist die Strategie so, dass wir gesunde, vitale Bestände auswählen müssen. Und um diese herum, um diese zu schützen, um dort die Klimaschutzfunktion, um die Nutzfunktion, vor allen Dingen Klimaschutzfunktion, da stellen sich einem die Haare zu Berge, noch weiterhin aufrechtzuerhalten. Ne? Der nordrhein-westfälische Wald hat 39.000 Hektar, ne, sind 18 Millionen Tonnen CO2-Klimaschutzleistung pro Jahr. Pro Hektar ca. 20. Wenn Sie 20 bis 40.000 Hektar nehmen, mal 20 Tonnen, dann wissen Sie, was uns gerade sozusagen an Klimagesamtschutzleistung verloren geht. Insofern ist unser, wenn man so will, daseinsvorsorgliches Ziel, neben der Nutzfunktion, ja, und der Rohstoffversorgung der anderen infrastrukturellen Leistungen des Waldes aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen die Klimaschutzfunktion aufrechtzuerhalten. Und insofern, wenn man dann solche Bereiche auswählt, dann werden Schutzbereiche, Korridore darum dargestellt und dort auf Teufel komm raus die Borkenkäfer, integrierte Borkenkäferbekämpfung durchgeführt, um diese Bestände zu schützen. Sicherung vitaler Fichtenareale und der Waldfunktion. Festlegen schützenswerter Bestände, ich habe schon gesagt. Realistisch ist das in größeren Betrieben oder bei Bildung von Solidargemeinschaften im Kleinprivatwald und das ist ein Problem im Realteilungsgebiet. Ne? Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt irgendwo im Oberbergischen haben Sie eine Fläche, die ist 2 Hektar groß, da gehören Sie schon zu den großen Waldbesitzern. Die ist aber in 2018 komplett aufgefressen worden. Jetzt sollen Sie auf Ihrem Beritt gegebenenfalls etwas tun, damit die Benachbarbestände vom Nachbarn geschützt werden. Da gibt es gewisse menschliche Hürden. Ja. Das heißt also, hier macht man sich auch darüber Gedanken, wie, und es ist, glaube ich, in dem Anfangsstatement eben auch gesagt worden, wie man dieser Situation gerecht werden kann. Man muss hier ganz komplett neu denken. Ja. Aber das wird auch in der Taskforce Borkenkäfer auch ist thematisiert und haben wir diskutiert. Jetzt hier nochmal Devitalitätsklassen, das Wort schon, ne? Aber es ist eben 4 bis 7, also aus diesen Copernicus-Daten, nochmal dargestellt. Wie sieht das, gibt es da irgendwie eine Abhängigkeit von der Höhe? Und das gibt es, die Schadanteile nehmen mit der Höhenlage ab. Man kann auch tatsächlich so sagen, unterhalb, aber ich gehe gleich auf die nächste. Herr Kuhn, habe ich noch Zeit oder bin ich schon schlecht? Okay, es ist so, hier nochmal dargestellt, 100 bis 100 Meter Höhe, Vorrat insgesamt 77 Millionen, minus den 13 Millionen, also 20% haben wir jetzt schon federn lassen müssen. Und hier nochmal dargestellt, bis 60 Jahre und 61 bis 160 Jahre, weil die Fichtenborkenkäfer, der Buchdrucker geht vor allen Dingen auf diese 60 plus, ne, wo dickere Rinde da ist, das ist seine Schokolade, wo er vor allen Dingen gerne hingeht. Und wir gehen eben davon aus, dass quasi bis 400 Meter wir keine Korrelation zwischen Borkenkäferbefall und Standort haben. Das spielt aber keine Rolle, ob das ein Süd-, West-, Ost- oder Nordhang ist, ob der Kuppe ist. Die sind überall da, weil 2018 so extrem war. Je höher sie kommen, umso mehr haben sie tatsächlich eine Abhängigkeit, und zwar in diesen höheren Bereichen, haben sie eine Abhängigkeit vom Standort. Aber auch im Sauerland auf 600 Meter Höhe gibt es 10 Hektar große Borkenkäferflächen, aber auf Kuppen. Dort gibt es sehr wohl den Zusammenhang,
auf trockenen Kuppen, ne, geringe Bodenentwicklungstiefe, ne, oder auf Südwesthängen, dort ist die Fichte auch abgängig, aber in den anderen Bereichen sieht die ganz gut aus. Also hier gibt es durchaus eben auch ein Potenzial, dass man entsprechend leben kann. Ja, also in höheren Lagen NRWs ist es so, es gilt wie überall das eiserne Gesetz des Örtlichen. Und auf Südhängen trockenen Kuppen Baumartenwechsel. Und intensives Monitoring bei Fichtenbeständen wäre den Anfängen, ist ein ganz wichtiger Aspekt, Bornkäfer neigen immer und stets zur Massenvermehrung. Wenn wir dort diese Fichtenstandorte noch retten wollen, ne, Klimaschutzleistung und so weiter, dann müssen wir da sehr intensiv den Käferflug überwachen, wäre den Anfängen. Jetzt hier ein Beispiel, regional fast am Bergisches Land, dieser Hang, der hier, da ist hier so eine Talmulde, der ist komplett borkenkäferfrei. Hinter mir, hinter meiner Aufnahme, also bei Ihnen sozusagen, auch alles borkenkäferfrei. Und diese Flächen sind, der Revierbeamte ist ein unheimlich pfiffiger Kollege, die sind in 2018, 19 schon wieder aufgeforstet worden. Und da steht, an diesem Hang steht Küstentanne, Japanlerche, hinter uns steht Traubeneiche, da drüben eine Mischung aus Nadelholz und Laubholz und auf der anderen Seite runter, das ist, glaube ich, dominierend Buche und auf der anderen Seite dominierend Buche, auf der anderen Seite auch wieder runter, weil das geht rauf und runter. Sie sehen, da drüben wird es auch schon entsprechend aufgenommen im Juni und mittlerweile dürfte das da oben auch kalt sein. Wie borkenkäferfrei? Habe ich fichtenfrei? Entschuldigung. Entschuldigung. Vielen Dank. Borkenkäferfrei, das wäre schön. Ja. Also, was sehen wir hier? Auch eisernes Gesetz des Örtlichen. Und man kann jetzt den Fokus darauf richten, auf diese Kahlfläche. Man kann auch darüber diskutieren, warum sind alle Bäume weg? Warum hat er nicht Stuppen stehen lassen? Wanderschatten und so weiter. Darüber diskutieren wir auch gerade. Wie viel Totholz könnte man auf den Flächen liegen lassen? Ich habe hier Daten aus dem Nationalpark eben auch verfügbar, könnte ich Ihnen zeigen, hinsichtlich der Nitratkonzentration, die dann logischerweise, wenn ich 600 Festmeter, nehmen wir mal an, auf der Fläche liegen lassen würde, wie sieht denn das mit der Nitrat, mit den Nitratwerten aus im Grundwasser? Und die bleiben aber, jedenfalls hat das der Nationalpark Bayerischer Wald eben auch erkundet, in den ersten 4 Jahren geht es hoch, weil die Nitrate vor allen Dingen in den Nadeln und in der Rinde sitzen. Und dann geht es nach unten. Also könnte man entsprechend was machen. Also was ist hier? Buchen und Eichen zeigen Schäden, links und rechts, ne, aber sind vergleichsweise vital. Jetzt zur Buche, Klimahülle, Herr Kuhn, das ist ganz wichtig noch. Ja, das müssen wir besprechen. Das ist also, die hat ja gewisse Schwächen, diese Klimahüllen, das ist klar. Ne? Also durchschnittliche Niederschläge und Jahresdurchschnittstemperaturen. Und das ist sozusagen das, was die Buche drauf hat. Das ist die Bundesrepublik Deutschland jetzt und das wäre die Bundesrepublik Deutschland bei 1,8 Grad globaler Temperaturerhöhung. Und jetzt haben wir mal die letzten 18 Jahre von diesen drei Standorten hier eingebaut. 2018, das ist Berleburg. Da gibt es zwei Bereiche hier, die zu viel Niederschlag gefallen ist, wo die Buche dann Probleme bekommt. Das ist aber ein eigener Vortrag über Buchenrindennekrose. Dann Essen-Bredeney, ne? Auch im grünen Bereich. Das ist jetzt schon so hoch, wie wenn es bei global 1,8 Grad höher wäre. Das ist auch beängstigend. Und Köln-Stammheim ist es so, dass eben da die Werte außerhalb dessen liegen, was die Buche drauf hat. Das heißt also, da muss man eben auch mit sehr starken Schäden bei der Buche rechnen. Jetzt sage ich Ihnen aber, damit es ganz krass wird, die Fichte dazu. Und da, das ist das, was die Fichte drauf hat. Und das sind die letzten 18 Jahre von den drei unterschiedlichen Standorten. Sie können sofort erkennen auf einen Blick, Leute, wenn du als Waldbauer, als Waldbäuerin auf Fichte setzt, hast du wahnsinnig hohes Risiko. Bitte tu es nicht. Ja? Und genau das ist unsere Message. Auf der anderen Seite hier unten, da ist noch was drin. Ne? Und das ist genau diese höheren Lagen vom Sauerland. Da ist noch was möglich. Und weil die ja jede Menge CO2 eben auch bindet, die hat ja einen Zuwachs, das ist ja der Wahnsinn.
Buchenschäden, machen wir ganz schnell. Jetzt muss ich, lass mal gerade mal das laufen, das ist ganz witzig. Ja. Und zwar Mülheim, Stadtwald Mülheim. Sie sehen überall diese kranken Buchen da, ne, mit einer Drohne aufgenommen, weil wir gerne so eine Drohne beschaffen wollen, um eben auch da unmittelbare Daten zu generieren, die, obwohl die Drohne aus China kommt, nicht unmittelbar nach China transferiert werden. Hoffen wir jedenfalls, war ein Spaß. Und Sie können hier erkennen, dass, hier in diesem Bericht, jetzt hört es gleich auf mit dem Filmchen, dass dies in dem Bericht die Schäden sehr groß sind. Das heißt also, auch das, was wir bisher bei der Buche gesehen haben, ist es so, dass auch eine starke Korrelation mit den Standorten scheinbar übereinstimmt. Das haben wir nicht genau untersucht, aber es gibt hier mehrere Hinweise, dass es tatsächlich so ist. Auf den trockenen Standorten, Rendzinen, auf pseudogleich, stark pseudoverkleideten Standorten hat die Buche sehr stark gelitten in diesem Jahr, im letzten Jahr. Jetzt noch ganz schnell zur Buche. In dem Fall, wenn die Buchen, Altbuchen absterben, wo ich also Stubenhöhe, Naturführung drunter habe, ist das relativ easy. Dann kann ich sagen, okay, komm, lass uns das nutzen. Also die Trockenschäden, wo hier der Boden aufreißt, ist natürlich enorm. Dann gibt es solche Konkretionen im Stamm, da gibt es kleine Buchenborkenkäfer. Und das ist eine Sache, wo wir nochmal diese Abfrage gemacht haben, 144.000 Hektar Gesamtbuche, älter als 120 Jahre 52.000 und davon in der Rückmeldung 21.000. Und es ist so, dass wir ein Schadensprozent haben von 30%. Das ist unterschiedlich in den Forstämtern, aber tatsächlich 30% der Buche ist geschädigt. Das ist ein sehr hoher Wert auch. Und man muss sich im Klaren sein, im Klimawandel gibt es keine Baumart, die 100% gefeit ist, sondern es gibt immer nur Baumarten, wo das Risiko geringer ist. Hier nochmal dargestellt, das würde das jetzt alles sprengen, Schäden am sonstigen Laubholz. Die Eiche ist genannt, die Birke, Bergehornesche, Waldkiefer, europäische Lärche. Auch da gibt es logischerweise Schäden, nur für Sie als Info, wie gesagt, das Portfolio der Schäden in allen Baumarten ist vorhanden, die Fichte ist aber der Reiserausblick. Das hat der Dr. Josten schon dargestellt. Vom Prinzip her, wenn wir jetzt hier davon ausgehen, das ist 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mit Maßnahmen geht es schnell nach unten, ohne Maßnahmen bleibt es ganz nach oben. Es gibt eben im Realteilungsgebiet viele Bereiche, wo das eher in die blaue Kurve geht. Es gibt auch Bereiche, wo es in der braunen Kurve bleiben wird. Das hängt eben tatsächlich von den Aktivitäten ab, die wir als Förster machen. Ich möchte noch eine Lanze brechen für die Verwendung von Holz, um Klimaschutz zu betreiben. Da soll in Essen so ein Hotelneubau entstehen, Gesamtklimaschutzleistung 6.150 Tonnen. Na, Sie wissen ja, die Zementproduktion wird mehr CO2 produziert weltweit als der Verkehr entsprechend emittiert. Also wenn Sie das substituieren, dann haben Sie eine ganz tolle Geschichte zum Klimaschutz gemacht. Die Traubeneiche lasse ich weg, die Douglasie. Nochmal als Beispiel, die Douglasie hier in den 18 Jahren zurück bedeutet aber auch, in 2018 hat auch die Douglasie, ist an die Grenze dessen gekommen, was sie so ökologisch eben drauf hat. Ne, also auch die Douglasie gibt es dann entsprechend Probleme, das muss man so sehen und kann sie nicht als Heilsbringerin nach vorne bringen und glauben, alle Probleme sind damit gelöst. Das ist nicht der Fall. Ne, also man muss eben Monitoring ist ein ganz wichtiger Aspekt und dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, es war mir etwas überzogen. Ja.